Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird ein Read with me zu einem Buch, das ich physisch noch nicht in den Händen halten kann, weil wir haben gerade April und ich lese gerade den zweiten Teil von Schattenthron und... Oh. Ich habe dieses Buch angefangen und es ist gleich Herzschmerz. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr Schattenthron 2 noch nicht gelesen habt, dass ihr dieses Video noch nicht guckt, weil ich werde jetzt im Laufe des Videos halt das ganze Buch spoilern. Aber falls ihr Schattenthron 2 gelesen habt und gerne wissen wollt, warum ich Schattenthron 2 liebe, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, weiter zu gucken. Ich habe jetzt gerade Kapitel 12 beendet und ich werde das Ganze wieder in Kapitel machen, weil ich weiß nicht, ob meine Seitenzahlen hier mit den Seitenzahlen vom physischen Buch dann übereinstimmen. Also Kapitel 1 bis Kapitel 12. Der zweite Teil schließt eigentlich direkt an das Ende von Band 1 an, weil am Ende von Band 1 beißt Arian Yakaya. Und der Anfang von Band 2 ist eigentlich genau diese Szene. Und ja... Arian ist immer noch dabei, von Kayas Blut zu trinken und so, aber dann kommt er langsam wieder so zurück und einfach wie er, oh mein Gott. Wie er dann so realisiert, was er eigentlich gerade gemacht hat. Und dann kommt Orianna rein. Er saß auf Kayan, verteidigte sie wie seinen Schatz, nein, wie seine Beute. Und dann greift er Orianna an und Luana kommt auch noch dazu. Und es liegt nahe, dass Arian so etwas ähnliches wie ein Umbren ist. Und deshalb macht Luana Feuer, weil Umbren mögen Feuer ja nicht wirklich. Und dann kommt Arian langsam wieder zu sich und sieht, dass Kaya kurz davor ist, ohnmächtig zu werden. Und dann geht er durchs Feuer. Und dann fängt er sie auf und sagt, ich hab dich. Und ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich schon weiß, wie dieses Buch endet, weil ich habe schon die Rohfassung gelesen. Ich weiß, wie dieses Buch endet. Und ich... Oh mein... Diese Szene tut nur noch mehr weh, wenn man weiß, wie das Buch endet. Und auf den ersten 7 Seiten hat sie mir das Herz gebrochen. Ist okay. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Ilias Sicht und er ist gerade mit Kian auf dem Weg ins Nebulum. Und sie reden gerade über Ilias Vater und über Kaya und dann sagt Kian einfach, Nea, immer wenn du an sie denkst, hast du eben diesen speziellen Gesichtsausdruck. Die ganze Liebessache, ne, in diesem Buch. Ich bin so zwiegespannt. Aber dazu kommen wir noch, weil es kommen noch ein paar, ja... Ja. Dann reden sie eben auch darüber, warum Ilias Vater das alles getan hat und so und wie er zu so einer Person geworden ist und einfach ein Satz. Wow! Oh mein Gott. Schwierig, einen anderen Gott zu akzeptieren, wenn man sich selbst für einen hält. Ich liebe diesen Satz. Und dann hat Ilias Schmerzen, aber er hat keine Wunde. Und dann merkt er, dass das so die Seelenverbindung zwischen ihm und Neas Seele ist und dass irgendwas mit Kaya ist. Und dann machen sie etwas. Ich habe mir so gedacht, Kian, Ilias, habt ihr noch nie einen Horrorfilm gesehen? Man trennt sich nicht! Nein! Sie machen es trotzdem. Sie trennen sich, Kian macht sich auf den Weg ins Nebulum und Ilias geht zurück zu Kaya. Ich kann schon verstehen, warum sie es getan haben, weil sie müssen halt Neas Körper aus dem Nebulum rausholen. Aber ich saß trotzdem da und habe so gesagt, nein, macht's nicht. Und dann das zweite Kapitel, ist aus Kayas Sicht. Und sie hat gerade den gleichen Traum, wie sie auch im See hatte. Aber jetzt merkt sie, dass es nicht Arian war, den sie da gesehen hat, sondern Ilias. Und dass es eine Erinnerung ist. Das ist ihre letzte Erinnerung als Nea an Ilias. Und zwar an dem Tag, an dem sie eigentlich den Seelenbund hätten eingehen sollen. Und dann wacht sie auf und dann denkt sie zuerst, die ganze Sache mit Arian wäre nur ein Albtraum gewesen. Ich habe auch gehofft, dass das Ganze nur ein Albtraum gewesen ist. Nein. Nö. Es ist wirklich passiert und Arian ist danach auch abgehauen. Arwen ist gerade auf der Suche nach ihm. Oh, diese Szene ist auch so... Okay. Jedenfalls, Arian ist jetzt weg, Aaron sucht ihn gerade und dann erfährt man, wer Orianna ist. Und zwar ist sie nicht die Schwester von Arians leiblichem Vater, sondern seine Seelengefährtin. Also die Seelengefährtin von Arians leiblichem Vater. Der Seelengefährte von Orianna ist Ferodan. Und Orianna hat nie was gesagt, weil Ferodan hat sie mit Arians Mutter betrogen. Und er wollte nicht, dass irgendetwas ihn an diesen Fehler erinnert und... Er wollte Arian nicht ansehen und daran erinnert werden, was er getan hatte, mir angetan hatte. Und wenn man sich jetzt so überlegt, wie sehr sich Arian die ganze Zeit gewünscht hat, dass er seinen Vater kennenlernt. Und dann sagt Orianna auch, dass es vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist,
Zeitpunkt wäre, wenn die beiden sich kennenlernen. Und dann sagt Oriana auch, ich meine nur, dass es ihm möglicherweise hilft, seinen Vater zu sehen. Vielleicht erdet ihn das, holt ihn zurück zu uns. Und wenn es ihn stattdessen nur weiter von uns wegtreibt, flüsterte Kai erstickt, sollte das eintreten, was wir denken, dann können wir sowieso nichts mehr für ihn tun. Und dann geht Oriana und Kai möchte eigentlich auch gleich hinterhergehen, aber dann hört sie Stimmen. Und zwar die Stimmen von Luana und Aaron und Ilias. Und jetzt kommt mein Zwiespalt, weil auf der einen Seite schippe ich Ilias und Nea. Ich liebe die zwei, ne? Und ich möchte, dass sie glücklich sind. Dann gibt es halt die ganze Zeit Szenen zwischen Kaya und Ilias. Und Kaya merkt, dass so Neas Seele durchdrückt und so. Und ich will, dass Nea und Ilias ihr Happy End kriegen, okay? Aber ich schippe auch Ariane und Kaya. Das ist so der Zwiespalt, in dem ich mich befinde, weil ich möchte, dass beide Pärchen glücklich sind. Aber das funktioniert nicht. Und ich will mich nicht entscheiden, weil Ilias und Nea sind einfach wunderbar, aber auch Ariane und Kaya und... Weil Ilias nimmt Kaya dann auch in den Arm und sie erzählt ihm, was passiert ist und alles und... Ich habe Ilias vermisst. Und dann sagt Ilias, was Ariane dir angetan hat, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Und in dem Moment habe ich so gedacht, Ilias, wenn du Ariane irgendwas antust, hast du ein Problem mit mir, okay? Und dann sagt er, um dich zu schützen, Kaya, denkst du, ich würde zulassen, dass dir etwas geschieht? Denkst du, ich könnte dich verlieren schon wieder? Dich zu vermissen jeden einzelnen der letzten 2656 Tage war das Schwierigste, das ich je tun musste. Einfach diese ganze Szene zwischen ihm und Kaya. Ja, ich will dich küssen, aber ich werde es nicht tun. Warum nicht? Weil ich will, dass du es auch willst. Oh mein Gott. Ich liebe die zwei. Aber jedes Mal, wenn ich das denke, denke ich an Kaya und Arian. Und dann bin ich einfach nur heul. Und dann kommt Luan ins Zimmer und sagt, dass Aaron und Arian bald da sind. Und dann das dritte Kapitel ist aus Arians Sicht. Und dann sieht man, was er so gefühlt hat ab dem Moment, in dem er sie halt aufgefangen hat und gesagt hat, ich hab dich. Wie er so gegen den Drang angekämpft hat, sie wieder zu beißen und so. Und dass er dann halt weggerannt ist und selber nicht genau weiß, was mit ihm passiert und warum er solche Gedanken hat. Und dann kommt die Szene. Oh, endlich. Aaron und Ariane haben sie ganz zum ersten Mal getroffen und ich liebe diese Szene. Ich warte schon, seit ich weiß, dass Aaron und Ariane Brüder sind, darauf, dass sie sich endlich wieder treffen. Und jetzt haben sie sich getroffen. Und die zwei sind so süß zusammen. Ich liebe die zwei. Weil Ariane ist dann im Wald und Aaron hat ihn gefunden. Arians Blick blieb an den dunkelbraunen Augen hängen, die ihn beinahe liebevoll musterten. Ohne Angst, ohne Wut, ohne Misstrauen. Der Mann hob die Hände und trat einen Schritt auf ihn zu. Ich bin's, Aaron. Und dann einfach, du solltest nicht hier sein, ich bin gefährdet. Weiter kam er nicht, denn sein Bruder überwand den Abstand zwischen ihnen und umarmte ihn. Ohne Angst, ohne Wut, ohne Misstrauen. Oh. Ich liebe die zwei Brüder, okay? Da bedankt sich Ariane bei Aaron, dass er das getan hat. Dafür musst du dich nicht bedanken, ich hätte das schon viel eher tun sollen, dich retten. Dann erklärt Ariane, dass er diesen Blutdurst nicht kontrollieren kann. Was ist nur mit mir los, Aaron? Das bin ich nicht, so bin ich nicht. Du bist gut, Ariane, das warst du schon immer. Und dann einfach, wenn erwähnt wird, dass Aaron Arians großer Bruder ist, oder Aaron Ariane kleiner Bruder nennt, und dann gehen sie zurück zur Hütte und dann kommen halt alle nach unten und auch Ilias kommt nach unten. Und Ariane hat halt keine Ahnung, wer Ilias ist und warum er hier ist und deswegen, ja, ist er ihm nicht gerade freundlich aufgeschlossen. Das war jetzt gar kein Deutsch. Er vertraut ihm einfach nicht wirklich. Und der nächste Abschnitt ist aus Kaias Sicht und sie erklären Ariane dann, was passiert ist und wer Ilias ist und warum er hier ist. Und dann erklären sie Ariane auch, was ihre Vermutung ist, was mit ihm passiert. Und dann schickt Kaya alle nach draußen, damit sie halt alleine mit Ariane reden kann. Und dann sagt Ariane, dass er versteht, dass Kaya sich umgesehen hat, weil sie gedacht hat, dass er nicht mehr zurückkommt. Und dann sagt sie ihm nein. Sie wusste von Anfang an, dass er wieder zurückkommen wird. Und wer ist er? Ja, ich meine, für dich, er ist niemand von Bedeutung. Die Lüge schmerzte. Du hast einen Platz in meinem Herzen, den niemand sonst je haben könnte. Ich sehe dich an und ich weiß, dass ich alles für dich tun würde. Ich liebe dich so sehr, dass es mir manchmal Angst macht. Und dann sagt auch Ariane, dass er Kaya liebt. Und ich war so, ja! Darauf habe ich seit dem Anfang von Band 1 gewartet. Aber irgendwie kann ich es nicht so richtig genießen, weil ich weiß, dass wir erst gerade mal am Anfang von Band 2 sind. Da kommt noch sehr viel Herzschmerz.
Und dann erklärt sie ihm halt das Ganze mit Nea und dass Nea und Ilias Seelenverwandte sind und dass Neas Seele in Kaya sich zu Ilias hingezogen fühlt und so. Und warum? Wie soll ich denn gegen einen verfluchten Seelenbund ankommen, Kaya? Wie soll ich dagegen ankommen, gegen deinen perfekten Schattenelfen? Habt ihr mein Herz brechen hören? Dann verliert er die Kontrolle über sich selbst und wird so zum Halbumbren und greift Kaya an, weil die Schatten sind nicht mehr nur in seinen Augen, sondern er kann sie auch zu Pfeilen formen und diese Pfeile schießt er gerade auf Kaya. Aber Ilias kommt rein und wirft sich dazwischen und das nächste Kapitel ist dann auch aus Ilias Sicht und einfach wie er sich vor Kaya geworfen hat und wie das so beschrieben wird, wie er dann so dasteht und so und oh mein Gott. Und dann kommt Luana rein und greift Ariel mit ihrer Blutmagie an. Und dann erfährt man auch, dass Ilias alles gehört hat. Auch wie Kaya gesagt hat, er ist niemand von Bedeutung. Als Kaya das zu Ariel gesagt hat, war ich irgendwie so, es klingt schon gemein, aber es freut mich, weil ich ship halt Kaya und Ariel. Aber so aus Ilias Sicht ist es so, es ist eigentlich so Neas Seele, die das gesagt hat. Und dann... Und dann bricht Ilias zusammen und Luana hat auch Arian so ruhig gestellt. Und der nächste Abschnitt ist dann aus Arians Sicht. Und er ist in einem Verlies und zwar in einem Elfenverlies. Weil er hat halt Magie gebraucht und deswegen haben sie ihn in ein Verlies gebracht, das für Elfen geschaffen wurde. Und dann macht er eben diesen Verlies auf und Arian ist da. Und dann reden sie darüber, dass sie nicht genau wissen, was Arian ist und so. Und dann sagt Arian, er muss gehen. Und dann haben wir die Szene. Geh nicht, bitte, flüsterte Arian, schloss seine Finger fest um das kalte Metall der Gitterstäbe. Bitte, Aaron, ich kann nicht hier bleiben. Ich kann nicht daran denken, was ich getan habe. Ein gequälter Ausdruck trat in Aarons Züge. Bitte, wiederholte er. Bitte, lass mich nicht hier zurück. Ich schaff das nicht alleine. Da habe ich geheult. Ich habe gelesen, wie Arian Aaron anfleht, ihn da nicht alleine zu lassen. Und dann war fertig. Weil Aaron hat Arian auch kleiner Bruder genannt und so. Und nein. Und dann sagt Aaron, dass er bei ihm bleibt. Ja, ich bin sicher kleiner Bruder. Das ist wie, wenn Aaron Luana Liebste nennt. Wenn Aaron auch ihren kleiner Bruder nennt, ich bin dann so, ja. Einfach, ja. Und der nächste Abschnitt ist aus Kayas Sicht und sie sitzt gerade am Bett, in dem Ilias liegt und so sich versucht zu erholen, aber er ist immer noch nicht aufgewacht. Und dann reden Luana und Kaya darüber, dass sie das eigentlich dem Rat sagen müssen wegen dem Riss und alles. Und dann macht Ilias auf und er möchte eigentlich schon wieder aus dem Bett raus und so. Und Luana lässt ihn aber nicht. Und dann wird Kaya bewusst, dass wenn Ilias sich nicht dazwischen geworfen hätte, Kaya jetzt tot wäre, weil wenn die Blitze einen so mächtigen Elfen wie Ilias schon so schwächen, Arian hätte Kaya umgebracht. Und dann das nächste Kapitel ist aus Kayas Sicht und sie liegt gerade in ihrem Zimmer und denkt über alles nach, über Arian, Ilias, die derzeitige Situation und sie vermisste ihn, sie hat ihn zurück, aber sie vermisste ihn. Und dann kommt Luana rein und bietet ihr so an, sie könnte bei Kaya schlafen, wenn sie Gesellschaft braucht. Aber wir wissen alle, dass Luana eigentlich diejenige ist, die nicht allein sein möchte. Und ich finde es einfach so schön, dass Luana und Kaya so Freundinnen geworden sind. Und ich liebe ihre Freundschaft. Und dann am nächsten Morgen kommt Aaron zurück, aber nicht alleine, sondern er hat Arian dabei. Und Luana findet das nicht wirklich geil. Aber Aaron sagt, dass er sich wieder im Griff hat und dass es wieder besser ist. Und einfach jede einzelne Szene zwischen Arian und Kaya ab diesem Zeitpunkt tut einfach nur weh. Weil Arian steht dann vor Kaya und er möchte sie halt so umarmen und so, aber er spürt dann, dass etwas zwischen ihm und Kaya nicht stimmt und er sagt dann auch, du kannst mir nicht verzeihen. Mit wenigen Worten schafft sie es, mir das Herz zu brechen. Mit wenigen Worten. Und dann sagt Kaya ihm, dass sie das zusammen hinkriegen werden und dann einfach, und ich verspreche dir, wir kriegen das hin zusammen, sagte sie, bevor seine Hemmungen verloren, sie endlich in eine Umarmung zog, die sich anfühlte wie früher, wie zu Hause. Ah, oh Mann. Und dann wird's unangenehm, weil Ilias kommt nach unten. Und dann sitzen sie zusammen am Tisch und ja, die Stimmung ist angespannt. Und dann nach dem Essen fragt Arian Kaya, ob sie ihm sein Bett zeigen kann und so. Und dann fragt er sie, würde es dir etwas ausmachen, wenn du hier bleibst, bis ich eingeschlafen bin? Da war ich noch so, okay, jetzt kommt eine schöne Szene. Da war ich noch optimistisch. Kaya legt sich dann zu Arian ins Bett und sie reden dann über einen Traum, den Kaya gehabt hat, als sie sich erst gerade kennengelernt haben. Und zwar, dass Arian einfach weggegangen ist, ohne sich zu verabschieden und dass sie am nächsten Morgen halt wütend auf ihn war, weil er das im Traum gemacht hat. Und dann sagt Arian, ich liebe dich und ich würde niemals gehen, ohne mich von dir zu verabschieden. Dieser Satz. Und dann küssen sie sich und eben,
In dem Moment war ich so, okay, das ist jetzt eine schöne Szene, ne? Es ist zwar gerade alles scheiße, aber jetzt kommt eine schöne Szene. Ja, sie bleibt auch schön für ungefähr eine Seite, weil dann sagt Kaya Elias. Weil sie hat gerade so eine Erinnerung von Nea und hat ganz kurz anstatt Arian Elias gesehen. Und ja, verständlicherweise kommt das bei Arian nicht so gut an. Du bist in ihn verliebt, schloss er. Seine Stimme klang rau und distanziert. Ich gehe zurück ins Verlies. Ihr Herzschlag setzte aus. Was? Ich sagte, ich gehe zurück ins Verlies. Als er Anstalten machte, auf die Tür zuzugehen, sprang sie ebenfalls vom Bett, ihre Beine zitterten. Nein, warum? Er wirbelte zu ihr herum und taxierte sie aus schwarzen Augen, weil ich dich nicht töten will. Und dann reißt er halt die Tür auf und Elias steht davor. Elias hat alles gehört. Und dann haut Arian was raus. Du kannst gerne da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Warum? Und am nächsten Morgen macht sie dann die Tür auf und sieht, dass Elias die ganze Nacht vor ihrer Tür war. Und dann erfährt sie halt auch, dass Elias alles gehört hat. Und dass Luana und Aaron Arian wieder zurück ins Elfenverlies gebracht haben. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Arians Sicht. Und irgendwie Arians Sicht tut im zweiten Teil einfach nur weh. Und dann kommen Kaya, Luana und Aaron vorbei. Und Luana hat für Arian Suppe gekocht. Luana verzog keine Miene. Ich weiß nicht, ob sie schmeckt. Vielleicht ist mir ein bisschen zu viel Salz hineingerutscht. Und Pfeffer. Ja, die Botschaft kam bei ihm an. Schwer schluckend nahm er den dampfenden Becher entgegen und führte ihn an die Lippen. Schmeckt gut. Er bemüht sich, sich nicht anmerken zu lassen, dass die Suppe verdammt scharf war. Schade, gab Luana zurück und zog ihn mit den Achseln. Und dann sagte Kai, dass sie ihn anschauen soll und das Honigbraun ihrer Augen ertrank in einem Meer aus Tränen. Arian stolperte einen Schritt zurück, das hatte er getan. Es war seine Schuld, dass Kai sich so fühlte. Er wollte sich entschuldigen, aber was sollte das bringen? Wie oft hat er das in den letzten Stunden getan? Und dann das nächste Kapitel ist aus Kaias Sicht und sie bereitet gerade ein Bad vor, damit sie halt baden gehen kann. Und als sie aus der Badewanne aussteigt, hat sie wieder eine Erinnerung von Nea und zwar spürt sie so Elias hinter sich und irgendwie... Das war wieder so ein Moment. Ich liebe Nea und Elias zusammen. Aber wenn Nea und Elias ihr Happy End kriegen, kriegen Kai und Arya nicht ihr Happy End. Und dann die nächste Szene. Die Tür fliegt auf und Elias steht davor. Und zuerst denkt Kai, das ist wieder eine Erinnerung, bis sie halt merkt, dass es keine ist. Schon mal was von Anklopfen gehört? Tut mir leid, für gewöhnlich muss ich nicht anklopfen. Ach ja, du bist ja ein Prinz. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Elias Sicht. Ich liebe diese Szene. Weil Elias sagt dann so, du hast gebadet, merkt er an, als Kaya keine Anstalten machte, etwas zu erwidern. Ich dachte, das macht man in einem Waschraum, so gab sie zurück und er hört ein leichtes Zittern in ihrer Stimme. Ich hoffe, das Wasser war schön warm, raunte er, ohne den Blick von ihr zu nehmen. Er schmunzelte, als Erkenntnis in ihr Gesicht trat und sich das Rot in ihren Wangen vertiefte. Das war dein Wasser, schloss sie und Elias Grinsen wurde breiter. Ich liebe diese Szene. Und dann bleibt Kaya halt dort stehen. Kaya, du solltest ins Bett gehen. Warum? Weil ich nicht weiß, wie lange ich mich noch beherrschen kann. Halten wir einfach fest, dass die ganze Liebessache zwischen Kaya, Arian, Nea und Elias mich sehr zum Verzweifeln bringt. Das nächste Kapitel ist wieder aus Kayas Sicht und sie trifft zum ersten Mal auf Ferodan. Und dann merkt sie auch, warum Orianna ihn nie vorgestellt hat, weil... Er sieht extrem ähnlich aus wie Arian und man hätte sofort gemerkt, dass die beiden verwandt sind. Du hast recht und ich werde niemals wieder gut machen können, was ich versäumt habe, was ich ihm angetan habe, meiner Seelengefährtin angetan habe. Ich war selbstsüchtig. Das seid ihr noch immer, gab sie kalt zurück. Sonst wärt ihr jetzt nicht hier, wollt ihn sehen, ja, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob Arian euch sehen will, unter diesen Umständen? Ferodan leckte sich über die Lippen und schluckte schwer. Nein, das habt ihr nicht, fuhr sie fort, ohne ihm eine Gelegenheit zu lassen, zu antworten. Selbstsüchtige denken nicht an andere. Und Orianna erzählt, was sie in der Bibliothek von ihrer Freundin gefunden haben und was sie mitgebracht haben. Und zwar eine Pflanze, die Arian so ruhig stellen soll und seine Wut wegnehmen soll. Aber nicht nur seine Wut, sondern all seine Gefühle. Und dann kommt Elias dazu und er sagt, dass er vielleicht etwas in Erfahrung bringen könnte, wenn er mit den Gelehrten im Palast redet. Und dann erfährt man halt, dass er plant, wieder zurück ins Nebulum zu gehen, weil Kian ist immer noch nicht hier. Kian ist jetzt seit 8 Tagen weg. Und eigentlich hätte er, wenn man großzügig schätzt, nur 7 Tage gebraucht. Und Kaya sagt dann, dass sie mit ihm gehen wird, aber er möchte das nicht, weil sein Vater halt ihn und Kaya tot sehen möchte, weil beide halt von seinem Plan wissen. Und Kaya geht dann in ihr Zimmer, weil ihr das alles zu viel wird. Und Luana kommt dann rein und gibt ihr die Musikschatulle aus Band 1. Und dann einfach der letzte Satz, er ist gegangen, Kaya.
Und dann das nächste Kapitel ist aus Kaias Sicht und sie geht dann zusammen mit Fero dann zu Arian. Und dann sagt sie, Arian ist wundervoll, seine Mutter hat ihn gut erzogen, er hat es gut weggesteckt, ohne Vater aufzuwachsen, meine ich. Fero dann kriegt eindeutig nicht den Orden des Vater des Jahres, aber ja. Und dann sind sie bei Arian und der nächste Abschnitt ist aus seiner Sicht. Und dann sieht er, dass Kaya nicht alleine ist, sondern eben halt noch ein anderer Elf dabei ist. Und dann erfährt er, dass Fero dann sein Vater ist. Da stand er, sein Vater, der Mann, dessen Leben und Aufmerksamkeit er sich sein Leben lang gewünscht hatte. Der Mann, der ihn zurückgelassen hatte, der Mann, der ihn, ein Kind bei Seoras, hatte aufwachsen lassen. Obwohl er all die Zeit wusste, wer ich bin, murmelte er vor sich hin. Du hast es doch gewusst, oder? Rief er Fero dann entgegen. Bitte sag nein, bitte sag nein. Ja, ich habe es gewusst. Seit dem Tag, an dem Oriana dich mit meiner Kette um den Hals über den Marktlauf hat laufen sehen. Und dann einfach dieser Abschnitt. Als ich das gelesen habe, mein Herz ist gebrochen, okay? Ja, natürlich. Geht ruhig. Lasst mich hier allein. Das ist es doch, was ihr alle am besten könnt. Wer bin ich schon? Mein Vater wollte mich nicht. Mein Stiefvater hatte vor, mich zu töten. Meine Mutter und mein Bruder haben mich gehen lassen, ohne auch nur einen Tag nach mir zu suchen. Und die, die ich liebe, sie liebt einen anderen. Es kommt euch allen gerade recht, dass ich den Verstand verliere, nicht wahr? So habt ihr eine Ausrede, mich einfach abzuschieben, ohne euch dabei schlecht fühlen zu müssen. Alles, was mit Arian zu tun hat, tut einfach weh. Und dann erklärt Kaya, was es mit diesem Trank auf sich hat und Arian behauptet, dass er es ausprobieren möchte. Und Fero dann bleibt dann bei Arian, falls er auf irgendetwas in diesem Trank schlecht reagiert. Und der nächste Abschnitt ist dann aus Kayas Sicht und sie geht zurück zu Luana und Aaron. Und Aaron geht dann zu Oriana in die Küche, um ihr zu helfen. Und Luana erklärt Kaya, was sie ihrer Großmutter versprechen musste. Und dass sie Aaron vielleicht nie wieder sieht, wenn sie zurück zu ihrer Großmutter geht. Und dass ihre Großmutter sich einen Scheiß dafür interessiert, dass Aaron und Luana einen Seelenbund eingegangen sind. Weil Aaron ist immer noch ein Mensch und Luanas Großmutter sehr, sehr, sehr engstirnig ist. Und dann hören sie ein Klirren in der Küche. Und Oriana liegt auf dem Boden. Und dann merken sie, dass Fero dann noch nicht zurück ist. Das nächste Kapitel ist dann aus Arians Sicht. Und man erfährt, warum Fero dann noch nicht zurück ist. Als er den erschrockenen Blick in den grauen Augen des Elfen bemerkt hatte, hatte er versucht, sich zu bremsen, das Monster in ihm aufzuhalten. Aber er hatte sich nicht wehren können. Er hat seinem eigenen Vater die Halsschlagader mit seinen eigenen Zähnen rausgerissen. Er hat versucht, seinen eigenen Vater zu töten. Aber das scheint sich vergehen zu haben. Nein. Ferodan und Oriana sind ja Seelengefährte, ne? Und dann tauchen Kaya und Aaron auf und Aaron fragt Arian, was passiert ist. Und er sagt einfach nur, bleibt weg von mir. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass das passiert. Nichts von dem. Mit jedem einzelnen Wort, das Arian in diesem Buch sagt, bricht mein Herz ein bisschen mehr. Ja. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Kayas Sicht und sie haben Ferodan gerade zurück zur Hütte gebracht. Und er ist noch nicht gestorben, also die Hoffnung ist noch da. Weil Luana versucht dann mit ihrer Blutmagie so viel wie möglich zu heilen. Und sie schafft es auch, aber Fero dann fällt trotzdem ins Koma. Und wenn Fero dann stirbt, heißt das auch, dass Oriana sterben wird, weil die beiden sind in den Seelenbund eingegangen. Also ja, ich hoffe wirklich, dass Fero dann überlebt. Dann sagt Luana, dass sie dem Rat Bescheid geben müssen, weil die ganze Sache schon lange aus dem Ruder gelaufen ist. Aber Kian und Neas Körper und Ilias sind im Nebulum. Und auch ganz viele andere Elfen, die eigentlich keine Schuld daran haben, dass sie halt im Nebulum auf die Welt gekommen sind und dass sie halt im Nebulum leben. Und deshalb einigen sie sich darauf, dass sie noch eine Woche warten, weil Ilias sollte eigentlich in einer Woche wieder zurück sein. Aber diese eine Woche vergeht und Ilias ist immer noch nicht zurück. Und Kai ist gerade dabei, mit ihrem Schwert zu trainieren, als sie einen Schmerz spürt, ne? Den gleichen Schmerz, den Ilias auch gespürt hat, als Arian Kaya verletzt hat. Das heißt, es ist was passiert. Und dann ist es das erste Mal, dass Kaya sagt, dass sie Nea ist. Ich bin Nea. Nea Ularin, die Tochter von Eldan und wahre Erbin des Schattenthrons. Wenn ihnen jemand helfen kann, dann bin das wohl ich, schätze ich. Und dann kommt Aaron dazu und Kaya verabschiedet sich dann von ihm. Und sie weiß halt nicht, ob sie als Kaya zurückkommen wird. Weil eigentlich hat sie vor, ins Nebulum zu gehen und dann in Neas Körper, also eigentlich in ihren Körper zurückzugehen. Und sie verabschiedet sich zuerst von Aaron, dann von Luana. Und dann im nächsten Kapitel geht sie zu Arian. Und Kapitel 10. Oh, das hat wehgetan, weil sie geht dann eben zu Arian. Und man sieht einfach, wie gebrochen er ist. Und dass er sich natürlich die Schuld daran gibt, was mit Fero dann passiert ist, weil er ihn angegriffen hat. Und in diesem Kapitel sagt Arian so viele Dinge.
Oh mein Gott. Kaya, ich will nicht dein Untergang sein. Bitte lass mich nicht dein Untergang sein. Nein! Nein! Und dann erklärt Kaya ihm, dass sie ins Nebulum geht, weil Ilias halt nicht zurückgekommen ist und Ilias und Kian auf der Suche nach ihrem Körper sind. Was soll das bedeuten? Er sucht nach deinem Körper. Du willst doch nicht. Seine Augen weiten sich. Du willst ihn. Licht ist einfach zu lieben, nicht wahr? Doch wer liebt schon die Dunkelheit? Und dann sagt er auch, dass er es schon immer gewusst hat, dass er Kaya verlieren wird. Und ich bin mein Dämon. Verstehst du das denn nicht, Kaya? Er sprach ihren Namen aus und da fiel auch der letzte Rest ihres Herzens auseinander. Des Herzens, das er einst gerettet hatte. Und dann sagt Arian, und ich habe mich in dich verliebt, weil du mich geliebt hast, als ich es selbst nicht konnte. Arian! Und dann am Schluss sagt er noch, es ist in Ordnung. Ich hätte mich auch nicht gewählt. Dieses Kapitel hat einfach mein Herz genommen, hat es zerquetscht und in die Ecke geworfen. Also die Dinge, die Arian in diesem Kapitel sagt, die Dinge, die zwischen Kaya und Arian sind. Ja, ja. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Ilias Sicht und man erfährt, dass er im Verlies sitzt, weil sein Vater ihn schon erwartet hat und ihn dann halt ins Verlies geworfen hat. Und dass dort auch der Priester ist, der Ilias und Nea damals hätte vermählen sollen. Und dann das nächste Kapitel ist aus Kayas Sicht und sie denkt über Arian nach und dass er sich selbst eigentlich schon aufgegeben hat, aber dass sie ihn nie aufgeben würde und dass sie, sobald sie zurück ist, eine Möglichkeit finden wird, ihm zu helfen und... Und dann denkt sie auch über Nea nach und über Ilias und was Ilias Vater ihnen alles genommen hat. Und dann macht sie sich auf den Weg zur Kapelle, bei der halt der Riss ist. Und dann geht sie durch den Riss, aber sie ist nicht alleine auf der anderen Seite, weil da ist gerade die Zeremonie. Und dann versucht sie auch unbemerkt da wieder rauszukommen, aber sie wird dann halt bemerkt. Aber dann taucht Kian auf. Und ich habe das gelesen und mir so gedacht, Kian, ist doch dein Scheißernst. Du bist nicht zurückgekommen, weil du auf die Bündniszeremonie von deiner Schwester gehen wolltest? Ist das wirklich dein Ernst? Aber dann sagt der Kai halt so, als ob er sie nicht kennen würde, dass sie ihm Wein bringen soll und so. Und Kai geht dann raus und Kian geht hinterher. Und dann erfährt man auch, dass Kian keine Ahnung hat, dass Ilias ihm hinterhergereist ist, weil er Ilias gar nicht gesehen hat. Schön. Und Kian ist dort geblieben, weil Ilias Vater halt keine Ahnung hat, dass Kian auch von seinem Plan weiß, weil er nicht weiß, dass Kian auch dabei war dann. Und er presst Kian damit, dass er ihm halt droht, sein ungeborenes Kind zu töten, wenn Kian ihm nicht sofort erklärt, was vor sich geht. Und Kian hat dann einfach gesagt, dass er auf der Suche nach Ilias ist und deshalb zur Krypta gegangen ist. Und dann erklärt er Kaya, wo die Krypta ist und wie sie dorthin kommt. Und dann einfach diese Szene. Danke, ich weiß, dass alles hier ist nicht Teil deines Lebens und doch bist du bereit, dich selbst dafür zu opfern, für uns. Also, danke. So hatte sie das Ganze nie betrachtet, dass es nicht Teil ihres Lebens war. War das nicht egal, würde nicht jeder Unrecht verhindern, wenn er die Macht dazu hatte? Und wie es das Schicksal so wollte, hatte sie diese Macht. Es lag in ihrer Hand, die Lebewesen des Nebulums und Aesirias zu beschützen. Falls sie einen Krieg verhindern konnte, dann würde sie das tun. Ja, sie musste sich selbst opfern, aber besser nur sie als Abertausende von anderen unschuldigen Menschen und Elfen. Und dann der Satz. Also würde sie aufhören, Kaya zu sein, sie musste näher werden. Ich weiß, dass ich in diesem Buch noch ein paar Mal heulen werde. Weil Kaya geht dann zu den Stallungen und nimmt sich ein Pferd und macht sich dann auf den Weg zur Krypta. Und das nächste Kapitel ist aus Luanas Sicht. Und am Anfang wird beschrieben, wie Arian in der Zelle saß und einfach nicht mehr anwesend war. Dass man einfach so die Dunkelheit gespürt hat, die in ihm ist und dass er sich aufgegeben hat und... Und dann sind sie und Aaron zusammen im Wohnzimmer und es ist der Abend, bevor Luana zurück zu ihrer Großmutter muss. Und Aaron besteht darauf, dass er mit ihr mitgehen möchte und es ist mir egal, was du getan hast, du, unterbrach er sie leise. Als sie ertappt zu ihm hoch, so lächelte er nur, du unterschätzt unseren Seelenbund. Liebste, er hat sie Liebste genannt, okay. Du musst damit aufhören, mich immer beschützen zu wollen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich dich verliere, das wärst du nicht. Charakterentwicklung! Beim ersten Teil hat... Luana Aaron ja nicht seine eigenen Entscheidungen treffen lassen gelassen. Wow, das war jetzt, das war kein Deutsch, oder? Aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, im ersten Teil hat sie Aaron ja eigentlich so hintergangen, um ihn zu retten. Und jetzt macht sie das halt nicht mehr und es ist gut, Luana. Und dann am nächsten Tag gehen sie aufs Schiff. Und kurz bevor sie beim Hafen sind, sehen sie, dass dort alles Soldaten sind. Und dass die Soldaten wegen Luana dort sind.
Vielleicht solltest du mir jetzt sagen, was du getan hast, das deine Großmutter verärgert haben könnte. Und dann sagt sie ihm, dass er sich bedeckt halten soll und sich halt verstecken soll. Und Aaron sagt, wag es nicht, dich von mir zu verabschieden, Luana Fanhorn. Wir stehen das zusammen durch. Es ist mir egal, was kommt. Wann verstehst du das endlich? Und dann sagt Luana, ich würde immer dich wählen. Weißt du, ich spüre, dass du an ihr zweifelst und ich spüre, dass du dich oft fragst, warum ich mich für dich entschieden habe. Aber ich bereue es nicht, Aaron. Das habe ich nie, keine einzige Sekunde. Auch in 100 Leben würde ich dich wählen, in 100 Welten würde ich dich finden und ich würde dich wählen, immer. Oh mein Gott. Und dann legen sie am Hafen an und da bin ich gerade. Und ich werde jetzt weiterlesen und wir sehen uns irgendwann wieder. Ich habe es gerade Kapitel 21 beendet und wenn ich jetzt nicht für das Read With Me drehe, dann drehe ich gar nicht mehr für das Read With Me. Aber jetzt geht alles im Bach runter. Also, als ich mich das letzte Mal gemeldet habe, sind Luana und Aaron ja gerade auf dem Schiff und sie haben beim Hafen angelegt und dort werden sie gleich von Soldaten und Soldatinnen erwartet und sie werden in Handschellen gelegt und dann ganz nach oben zum Palast zur Großmutter gebracht. Und die Treppe dort nach oben hat 4061 Stufen. Ich glaube, ich hätte kapituliert. Ich hätte zuerst mal so 3 Stunden gebraucht, um mich davon zu erholen. Aber ja, die beiden gehen dort nach oben. Und dann ist da eben ihre Großmutter. Einfach diese Zeilen. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, als der großgewachsene Mann mit den dunklen Haaren und Sommersprossen vor Luanas Tür gestanden hatte. Heute wusste sie, dass er ihr Schicksal war. Und dann stehen Aaron und Luana eben vor ihrer Großmutter und dann spürt die Großmutter, dass Luana und er den Seelenbund eingegangen sind und sie ist nicht überrascht, dass es funktioniert, aber sie ist wütend, dass es passiert ist und dann haut sie raus, oder sind es die verseuchten Gene deines, sie wollte sagen Vater, aber sie hat sich dann unterbrochen. Und dann, diese Szene tut einfach weh, weil dann setzt Luanas Großmutter Aaron in Flammen. Und einfach wie beschrieben wird, wie Aaron in diesem Feuer schreit und wie man spürt, wie viel Schmerzen er gerade hat und so. Und erst als Luana gesagt hat, dass die Schattenelfen sehr wahrscheinlich bald hier sein werden, hat ihre Großmutter aufgehört. Seine Kleidung hing in Fetzen an ihm herab, genau wie ein großer Teil seiner Haut. Und dann einfach, wie beschrieben wird, wie Luana Aaron versucht zu heilen und so. Und ich liebe die zwei. Und dann möchte ihre Großmutter natürlich mehr über die Schattenelfen wissen. Und Luana sagt, sie erzählt erst mehr, wenn sie Luana und Aaron in Ruhe lässt und sie auch mit Aaron dann zusammen sein darf. Das ist Erpressung. Das, was du getan hast, war beinahe Mord. Ich finde diese verdammten Risse auch ohne dich. Dann sei darauf vorbereitet, dass eine uralte Freundin von mir auf der anderen Seite nur darauf wartet, dich in die Finger zu bekommen. Und dann das nächste Kapitel ist aus Kayas Sicht und sie ist gerade bei der Krypta und möchte eigentlich noch warten, bis Ilias irgendwann auftaucht. Aber als er nach einer Weile immer noch nicht aufgetaucht ist, geht sie alleine dorthin und dann sieht sie 3 Särge. Und sie findet dann heraus, in welchem der Särge näher liegt und da habe ich geholfen. War sie bereit hierfür? War sie bereit für ihr Ende, für Kayas Ende? Einfach die ganze Szene mit Kaya und Nea in dieser Krypta. Die ganze Szene hat sich ja über mehrere Kapitel gestreckt. Jedes Mal, wenn ich wieder in dieser Krypta war, ich habe wieder angefangen zu weil sie versucht dann den Sarg aufzukriegen, aber es geht nicht, bis sie dann so einen Luftzug spürt. Und als würde sie eine fremde Macht leiten, legte sie ihre Hände erneut an den Deckel des Sarkophags und drückte und der Stein gab nach. Und dann sieht Kaya näher, wie sie im Sarg liegt. Und dann berührt sie sie und dann sieht sie Erinnerungen von Nea. Lachen, ein helles Lachen und eine Stimme. Eine Stimme, die sie kannte. Saphiraugen, die näher kamen. Lippen, die zu einem warmen Lächeln verzogen waren. Und dann einfach diese ganzen Erinnerungen, die Kaya dort sieht. Weil dann möchte sie mehr sehen und dann berührt sie Nea nochmal. Und dann, oh mein Gott. Die Szene, er sah aus wie ein verdammter Gott. Oh. Das war so ein Moment, da habe ich Ilias und Nea so richtig geschippt. Und gleichzeitig habe ich dann auch an Arian gedacht und dann habe ich geheult. Ich habe bei so einer schönen Szene geheult. Und dann endet die Erinnerung halt und in diesem einen Moment hatte sie gespürt, dass er ihr Seelengefährte war. Ich gehöre dir und ich gehöre dir, flüsterte sie erstickt. Als sie näher jetzt anschaute, war es, als würde sie in den Spiegel gucken. Wie kann ich zurück? Da hat es angefangen, dass ich mir einfach nur so gedacht habe, okay, sie macht's wirklich. Weil sie überlegt dann, wie sie zurück in ihren Körper kommt und denkt dann, dass sie ihre Seele zuerst aus dem alten Körper rausbekommen muss und richtet ihr Schwert auf sich selbst.
Du bist so feige, schrie sie sich selbst den Gedanken an. Dann atmete sie ein letztes Mal ein. Leb wohl, Kaya. Und während sie ausatmete, rammte sie sich die Klinge mit aller Kraft in den Bauch. Da war fertig! Okay, da war noch nicht fertig, weil es kommt dann noch ein Kapitel, in dem ich absolut geheult habe. Aber da war ich schon so, okay. Okay, sie hat es wirklich getan. Und dann das nächste Kapitel ist aus Aarons Sicht und er wacht in einem Zimmer auf. Und Luana ist nicht da und dann sieht er im Spiegel, dass er voller Brandnarben ist. Und dann erinnert er sich, was passiert ist. Wenn sie wieder irgendetwas getan hat, um ihn zu retten, würde er sich das nicht verzeihen. Im selben Moment sah er vor seinem geistigen Auge, wie sie von einer Wasserfontäne gegen die Wand geschleudert wurde und zu Boden krachte, weil sie ihm hatte helfen wollen. Ihm, der sich mal wieder nicht selbst hatte verteidigen können. Und der nächste Abschnitt ist aus Luanas Sicht und sie steht gerade vor dem gesamten Rat und dann erzählt sie von Perteas und seinen Umbren und dass er schon eine ganze Armee aufgebaut hat und dass es eben auch 65.000 Schattenelfen im Nebulum gibt. Und dann erzählt sie auch von seinem Seelenbrunnen und dass die Schattenelfen halt die Möglichkeit haben, die Macht aus ihrer eigenen Seele zu schöpfen. Und dann erklärt ihre Großmutter, dass sie nicht beide Risse schließen müssen, sondern dass sie einfach nur einen schließen müssen, um das ganze Nebulum wieder zu schließen. Das heißt, Kaya denkt, dass sie mehr Zeit hat, als sie tatsächlich Zeit hat. Da habe ich wirklich so gedacht, okay, die kommen da nicht mehr raus. Aber sie kann auch ein bisschen Zeit gewinnen, indem sie halt sagt, dass Aaron noch nicht bereit dazu ist, um eine Reise anzutreten und sie sich auch zuerst noch ausruhen muss. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Aarons Sicht und Luana kommt gerade zurück ins Zimmer. Und Luana erklärt ihm die ganze Sache, dass sie halt nur einen Riss schließen müssen. Und dann einfach eine Szene zwischen den Beinen, ich liebe die zwei. Ohne dich hätte sie mich bei lebendigem Leib gegrillt. Ohne mich wärst du gar nicht in diese Situation geraten. Er streckte die Hand nach ihrem Kinn, also um ihr Gesicht wieder dem Sein zuzuwenden. Du hast eine verrückte Familie, sagte er grinsend. Ich liebe die zwei. Und dann macht sie sich daran, die restlichen Verletzungen von Aaron zu heilen und einfach das Ende vom Kapitel. Was auch immer sie erwartete, Aaron war froh, sie an seiner Seite zu wissen. Und dann das nächste Kapitel ist aus Ilias Sicht und ich kann Faramir nicht ausstehen, ne? Weil er ist gerade wieder dabei, Ilias zu foltern und er behauptet dann auch, dass Kian gar nicht daran interessiert ist, ihn zu finden und so, aber Ilias weiß, dass er lügt. Und der nächste Abschnitt ist aus Luanas Sicht und sie machen sich gerade für die Abreise bereit und dann kommt Kailin vorbei und sagt, dass sie und Selfie halt mitkommen. Und auf dem Schiff sieht sie dann wieder den Mann, den sie im ersten Teil in der Bibliothek gesehen hat und ebenfalls auf der Hinreise. Und er hat ja gesagt, dass er ihren Vater gekannt hat. Und dann so eine kurze Szene. Kailin fragt Aaron, wie es ihm geht. Ja, es ist alles verheilt. Luana ist gut in dem, was sie tut. Er lief rot an, als Kailin die Augenbraue hob und kicherte. Sie ist eine großartige Heilerin, meine ich. Und dann gehen Luana und Aaron zusammen zu dem Mann, der halt ihren Vater gekannt hat. Und er sagt dann, Lady Isanoa, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, ist eine gute Frau. Sie hat ihn akzeptiert, wie er war. Und dann fragt Luana halt, was er damit meint. Und zuerst möchte er es nicht sagen, weil es gibt sicher einen Grund, warum ihre Mutter das nie gesagt hat. Aber dann kommt heraus, dass Lumis, also ihr Vater, ein Halbelf war. Und dann möchte sie halt herausfinden, warum ihre Mutter das nie gesagt hat. Und die Dinge, die ihre Großmutter gesagt hat, ergeben jetzt auch ein bisschen mehr Sinn. Und im nächsten Kapitel geht Luana dann eben zu ihrer Mutter. Und zuerst möchte sie halt nicht mit Luana darüber reden, aber dann kommen ihre anderen Schwestern noch dazu. Erst vor dem, wir wissen kaum etwas von ihm. Es sind bereits Jahrzehnte vergangen und die Erinnerungen verblassen. Sein Gesicht verblasst, seine Stimme verblasst. Mutter, sagte Mara und klang nun etwas weicher. Alles, was du uns von ihm erzählen kannst, macht ihn wieder ein bisschen lebendiger. Und dann erzählt sie, wie sie Lumis kennengelernt hat und es ist einfach so süß. Und dann sagt sie auch, dass die beiden den Seelenbund eingegangen sind. Als er starb, da ich habe geschrien und geweint und mein Herz hat so sehr geschmerzt. So sehr, dass ich wusste, ich würde auch sterben. Das glaubte ich zumindest. Erleichterung flutete mich bei dem Gedanken, jeden Moment wieder mit ihm vereint zu sein. Es tut mir so leid, dass ich so empfunden habe. Ich habe mich immer dafür geschämt. Ich hatte schließlich noch euch, aber in diesem einen Moment wollte ich nichts sehnlicher, als ihm in den Tod zu folgen, doch es passierte nicht. Und dann merkt Luana, wie sehr sie eigentlich noch gehofft hat, dass ihre Unsterblichkeit auf Aaron übergegangen wäre. Sie sah zurück zu ihrer weinenden Mutter und stellte fest, dass sie ihr Spiegelbild war, eine Vision ihrer Zukunft. Ich will gar nicht daran denken, dass Aaron eines Tages sterben wird. Und dann machen die beiden einen Plan, wie sie von der Gruppe weggehen können und unbemerkt wieder zurückkommen können, weil sie halt noch nach Arian sehen wollen. Aber dann sehen sie, dass jemand in den Schatten steht und ihnen zuwinkt. Und Luan und Aaron gehen dann zu ihm hin. Dann habe ich eine Botschaft für euch. Orianna schickt mich. Und in dem Brief steht, dass es ihr und Ferro dann gut geht und dass sie sich jetzt nur noch erholen müssen. Gute Nachrichten. Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass Arian sich nicht länger im Verlies befindet. Okay.
Und dann überlegen sie zuerst, ob vielleicht Perteas ihn geholt hat, aber dann fragen sie sich, warum er das tun sollte. Und dann denken sie daran, dass er vielleicht nach Kaya sucht, weil er weiß, dass sie ins Nebulum wollte und er weiß, wo die Risse sind. Und dann sind sie zurück in die Kutsche gegangen und Luana erzählt, was ihre Mutter ihr noch erzählt hat. Vater starb nicht bei einem Unfall, oder? Nein. Nachdem Lumis und sie den Seelenbund eingegangen sind, hat er seine Magie bekommen. Er konnte nicht mit ihr umgehen, sie war anders, sie war dunkel. Schwarze Magie, ja, sie hat ihn seinen Verstand gekostet. Genau das, was mit Arian auch passiert. Dann hat ihre Mutter auch gesagt, dass sie alles versucht haben, um ihm zu helfen, aber er ist immer wie aggressiver geworden und seine ganze Persönlichkeit hat sich verändert. Und dann hat er sie eines Tages angegriffen und sie hat sich nicht gewehrt, also sie hätte sich von ihm umbringen lassen. Aber dann ist Luanas Großmutter reingekommen und hat Lumis umgebracht. Das heißt, auch wenn sie Arian finden, sie können ihm nicht mehr helfen. Aber es ist wichtig, dass du das alles weißt, damit wir vorbereitet sind. Vorbereitet darauf, dass Arian diese Verwandlung vielleicht nicht überlebte. Und dann denkt sie eben auch darüber nach, dass ihre Großmutter da nicht gezögert hat, einen Halbelfen umzubringen. Deshalb würde sie auch bei Arian nicht zögern. Und Arian hatte mehr als nur einmal bewiesen, dass er die Kontrolle über sich selbst längst verloren hatte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich noch Hoffnung. Oh mein Gott. Und das nächste Kapitel ist aus Ilias Sicht und Faramir ist gerade wieder bei ihm und ist dabei, ihn zu foltern. Und dann sagt Ilias, sollte man seinen Kopf nur für ein paar Sekunden richtig benutzen, Faramir, und aufhören, sich von falschen Tatsachen blenden zu lassen, da liegt die Antwort auf der Hand. Es war mein Vater. König Perteas, der selbstlose Lehrling des ehemals stärksten Magiers des Nebulums. Der Mann, der die Bürde auf sich nahm und sich auf den Schattenthron setzte, um sein geliebtes Volk zu leiten und zu schützen. Und um seine kranke Machtgier zu befriedigen. Und dann taucht jemand auf, der Faramir außer Gefecht setzt, und zwar Arian. Und Ilias fragt halt, warum Arian hier ist, und er sagt, dass er nach Kaya sucht. Und in dem Moment hat Ilias dann auch so erfahren, dass Kaya jetzt im Nebulum ist. Und einfach, wie emotionslos Arian in dieser Szene ist. Das hat so richtig wehgetan. Und dann sagt er auch, eventuell war ich nicht ganz unauffällig, als ich mir meinen Weg hier runter gemordet habe. Es tut einfach weh, Arian so zu sehen und zu wissen, dass man ihm nicht helfen kann. Da bleibt Arian halt dort, weil noch andere Leute kommen und Ilias macht sich dann auf den Weg zur Krypta und der nächste Abschnitt ist das Geiersee. Und da habe ich geholt. Da war wirklich einfach fertig, weil leb wohl, Arian war der letzte Gedanke, an den Kaya sich erinnerte, ehe sie in einem fremden Körper wieder aufwachte. Aber sie ist noch nicht in Kaya aufgewacht, weil sie ist in irgendeiner Zwischenstation und dort trifft sie dann Nea. Und dann einmal diese Szene. Du erkennst es als deine Aufgabe an, aber ist es auch das, was du wirklich willst? Hier drin, Wärme strömt in Kayas Brust, als Nea die Hand auf ihr Herz legte. Sie musste schlucken. Ja, ich... Ja, du bist dir der wahren Tragweite deiner Entscheidung nicht bewusst. In jenem Moment, in dem meine Seele in den toten Körper der jungen Kaya strömte, war sie roh, hatte alles vergessen, was sie ausmachte. Sie hat so viele neue Dinge kennengelernt, so viel Neues gefühlt, so viele neue Wesen getroffen, darunter Menschen, einen ganz besonderen Menschen. Du sprichst von Arian. Deine Liebe zu ihm hat unsere Seele geformt, er hat sie vervollständigt, wie Ilias sie einst vervollständigte, bevor sie meinen Körper verlassen musste. Ich möchte dich fragen, ob du das wirklich willst, ob du dieses Leben, das du dir als Kaya aufgebaut hast, wirklich hinter dir lassen willst, aus freien Stücken. Und dann einmal die Szene, in der sie sich so an ein paar Dinge erinnert. Du willst Perteas dafür bezahlen lassen. Ich will, dass er niemandem mehr so wehtun kann, wie er uns wehgetan hat. Dafür brauche ich meine Magie zurück. Dann hol sie dir, Kaya. Ein letzter Schritt und sie würde wieder sie selbst sein. Kaya hat's wirklich getan. Oh mein Gott. Yep. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das nächste Kapitel ist aus Ilias Sicht. Und er kommt in die Krypta und sieht die tote Kaya auf dem Boden liegen. Und er blieb in der Finsternis zurück, allein, verlassen, gebrochen.
Und er denkt halt, dass er Nea, Schrägstrich Kaya, zum zweiten Mal verloren hat. Und dann einfach die Szene, in der er Nea zum ersten Mal wieder sieht. Ihre Stimme hatte innerhalb von Sekunden alles in ihm geheilt, was zusammen mit ihr gestorben war. Und dann einfach, wenn die beiden zusammen sind, dir braucht nichts Nein zu tun, mein Herz. Als er sie mein Herz genannt hat, war fertig. Da war ich einfach so, oh mein Gott. Und dann einfach dieser einen Satz. Für den Bruchteil einer Sekunde fand er Kai in ihren Zügen wieder. Und dann einfach das Ende vom Kapitel. Du lebst, flüsterte er seinem Ungeborenen zu. Ihr lebt. Und während er einen zarten Kuss auf ihren Bauch drückte, strömten Tränen der Freude über sein Gesicht. Das ist so schön. Und gleichzeitig tut's weh. Weil... ja, ich habe im Read With Me vom ersten Tag gesagt, dass Aria und Kaya, glaube ich, mein Lieblingspärchen von den dreien war. Das Pärchen, das es nicht mehr existiert. Also nicht falsch verstehen, ich liebe alle drei Pärchen, okay? Ich habe im ersten Teil einfach gesagt, dass mein Lieblingspärchen sehr wahrscheinlich Aria und Kaya ist. Der nächste Abschnitt ist aus Neas Sicht und einfach das Zusammentreffen von Nea und Ilias ist einfach so. Es ist so schön. Ilias erwiderte die Umarmung, hielt sie fest, immer fester, bis sie seinen Herzschlag an ihrem spüren konnte. Alles fühlte sich intensiver an als zuvor. Und dann einfach so der Rückblick. Wie man sieht, wie Nea in Kayas Körper aufgewacht ist, aber sich an nichts erinnern konnte. Und wie dann ihr Vater da war, wenigstens bist du mir geblieben. Und dann erzählt Ilias, dass Arian da ist, also da war und ihn aus dem Verlies geholt hat. Und dann die Szene, in der Nea sich von Kaya verabschiedet, also von ihrem Körper. 7 Jahre im Leben eines Elfen war das ein Wimpernschlag, aber als sie Kaya so ansah, fühlte es sich an, als wäre es ein ganzes Leben gewesen. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und in dem Moment fiel ihr Blick auf Kayas Hand, die noch immer um den Griff von Stahlschwinger geschlossen war. Blut klebte an der Klinge, die sie sich mit ihrem letzten Atemzug aus dem Körper gezogen hatte. Auch der Ring saß weiterhin an ihrem Finger, Arians Ring. Etwas zog sich schmerzhaft in ihrer Brust zusammen und schnürte ihr die Luft zum Atmen ab. Ohne weiter darüber nachzudenken, zog sie den filigranen Goldring von Kayas Finger und steckte ihn sich auf. Der kleine Diamant wies eine leichte Trübung auf wie Arians Seele. Danke, flüsterte sie Kaya zu und erhob sich. Okay. Und dann sind sie beim Ausgang von der Krypta, aber das sind 2 Wachmänner. Aber Ilias eliminiert die beiden und währenddem er draußen ist, hat Nea ein paar Gedanken, die mich zum Heulen gebracht haben. Ilias hatte bemerkt, dass sie sich ihm entzogen hatte, als er sie küssen wollte und das tat ihr leid. Sie hatte ihn nicht zurückweisen wollen. Sie hatte ihn vermisst so sehr, nur hatte sie in den letzten Jahren noch jemand anderen in ihr Herz gelassen und selbst wenn die Liebe zu Ilias für immer stärker sein würde als die zu Arian, fühlte es sich merkwürdig an, so zu tun, als hätte es den Jungen mit den grauen Augen nie gegeben. Liebe, Schuld, Angst. Arians Gesicht tauchte vor ihr auf, sein schiefes Grinsen, seine Augen, die ihr zu Hause waren. 3 Jahre lang gewesen waren. 3 Jahre, die im Angesichts der Jahrzehnte, die sie Ilias liebte, ein Wimpernschlag waren. Es tut immer weh, das zu lesen. Und dann machen sie sich zusammen auf den Weg zum Verlies, weil sie hoffen, dass Arian immer noch dort ist. Und das nächste Kapitel ist aus Neas Sicht. Und sie sind gerade beim Palast angekommen und dann sehen sie die ganzen Leichen, die dort liegen, die Arian halt zurückgelassen hat. Übelkeit erfasste sie, als sie einer der Blutspuren folgte und ihre Magd mit aufgeschlitzter Kehle über dem Treppengeländer hängen sah. Sie war noch so jung gewesen. Und dann gehen sie zum Verlies und dort liegt Faramir. Und Ilias überlegt, ob er ihn umbringen sollte, aber du verdienst es nicht, dass ich dir den Gnadenstoß verpasse. Mögest du elendig vor dich hinsiechen. Aber dann kommt Nea und bringt Faramir um. Niemand, der dir Leid zufügt, kommt ungestraft davon. Niemand. Als Ilias ihren Blick erwiderte, wurden seine Züge weicher. Ich weiß nicht, ob ich das romantisch finden soll. Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Gewöhne dich besser daran. Und dann einfach. Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnen werde, dich bei mir zu wissen, keine Angst mehr haben zu müssen, allein aufzuwachen. Und dann überlegt sich Nea, ob sie den Seelenbund jetzt eingehen soll. Ich habe gehört, was du zu Arian gesagt hast. Sie runzelte die Stirn. Wovon sprichst du? Ich weiß, wie viel er dir bedeutet, wie viel du für ihn empfindest und dass ich... ich weiß nicht mehr, wie viel ich dir bedeute. Er lächelte, es war ein trauriges Lächeln. Das war, bevor ich meine Erinnerungen zurück hatte und selbst da habe ich ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es stimmte, selbst in Kayas Körper war Ilias ihr unter die Haut gegangen, auf eine ganz andere Art als Arian. Vielleicht hatte ein Teil in ihr schon immer gewusst, dass die Liebe zu Arian anderer Natur war. Sie hat ihn so lange auf Abstand gehalten, hatte nicht zugelassen, dass er ihr sagte, was er empfand. Sie hat ihre Freundschaft nicht riskieren wollen. Sie hatte Angst gehabt, seine Gefühle nicht auf die gleiche Art und Weise erwidern zu können. Doch als dann sein Leben auf dem Spiel gestanden hatte, sie hatte ihn nicht verlieren wollen und schließlich war er erwacht als Umbrin. Ich wollte ihm nicht noch mehr zumuten. Ich muss dich das fragen, du musst mir nicht antworten, wenn du... ja, unterbrach sie ihn leise und Tränen verschleiert in ihrer Sicht.
Ja, ich liebe Arian, ich werde ihn immer lieben. Doch du bist der, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Ilias, mein Herz und meine Seele, sie gehören dir auf ewig. Ich habe es dir schon einmal gesagt, flüsterte er dicht vor ihrem Mund und seine Stimme beschert dir eine Gänsehaut. Meine Seele hat Jahrhunderte nur auf dich gewartet, sie gehört dir genauso wie mein Herz auf ewig. Irgendwie ist es mega schön, dass Nea und Ilias sich wieder haben. Und gleichzeitig tut es so richtig weh, diesen Absatz über Arian zu lesen. Und dann entscheiden sie sich, dass sie den Seelenbund jetzt eingehen möchten. Es ist einfach so, irgendwie das richtige Wort für dieses Buch ist bittersüß. Das ganze Buch ist einfach bittersüß, weil ich liebe Ilias so näher und gleichzeitig denke ich die ganze Zeit an Kaya und Arian und bittersüß, okay? Weil dann gehen sie zum Priester, der ja auch im Verlies war. Und zuerst denkt er halt, dass das ein Traum oder einfach nur eine Halluzination ist, weil Nea eigentlich seit 7 Jahren tot ist. Aber dann holen sie ihn aus dem Verlies raus und gehen dann zu seiner Frau und einfach... Seine Frau hat auch seit 7 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Und dann taucht er einfach wieder auf mit dem Prinz und der Prinzessin und ich denke mir so... Der Priester und seine Frau haben eine riesige Familie, die alle bei ihnen wohnen. Und dann sagen Ilias und Nea halt, dass sie den Seelenbund eingehen möchten. Und Timo ist gleich so, okay, los, machen wir jetzt raus. Und draußen ist es dann so diese wunderschöne Atmosphäre mit den Blumen und den Lichtern und alles. Und dann kommt auch die ganze Familie von Timo und in seine saphirblauen Augen, mit denen er sie ansah, als wäre sie seine ganze Welt. Oh mein Gott. Und dann gehen sie den Seelenbund ein und dann bekommen sie eben Runen und Ilias ist jetzt auch ein Seelenmagier. Ich liebe dich, stieß er atemlos aus seiner Brust hoch und senkte sich schwer, so sehr. Und ich liebe dich schon immer und noch ewig. Die ganze Szene ist einfach so wunderschön. Und dann das nächste Kapitel ist aus Luanas Sicht und sie sind immer noch auf dem Weg zum Riss. Und sie und Aaron überlegen sich halt, wie sie das Ganze hinauszögern können, weil Kaya / Nea denkt halt immer noch, dass sie mehr Zeit haben, als sie eigentlich haben. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Neas Sicht und Timor erzählt, wie er darauf gekommen ist, dass Nea halt die rechtmäßige Erbin vom Schattenthron ist und dass er deswegen ins Verlies geworfen worden ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Schattenthron euch zusteht, der Tochter von Eldan und Tarane. Sie sah zu Ilias, der ihren Blick liebevoll erwiderte, ich wollte ohnehin nie herrschen. Und dann erwähnt Ilias, dass in der Serie auch viele Elfen sind, sogar die Ältesten und Mächtigsten. Und dann erinnert sich Nea an den Rat und dann schlägt sie vor, dass sie den Rat fragen sollten, ob er ihnen hilft, gegen Ilias Vater anzukommen. Ich muss unser Volk retten, Ilias, und damit meine ich nicht, dass ich es vor Peteas retten will, verstehst du? Ich will die Schattenelfen vor den Schatten retten, vor der Dunkelheit, vor einem Leben ohne Sonnenlicht. Ich will, dass Nebulum und Etheria zusammenführen. Und dann reisen sie zur Kapelle und da steht auch, Nea und Ilias brauchen beinahe 2 Tage. Und da habe ich schon so gedacht, wollt ihr mich verarschen? 2 Tage? Die kommen hier und nimmer durch den Riss zurück. Und dann stehen sie auch in der Kapelle und Nea fragt, ob sie wieder ihre Erinnerungen verlieren wird. Und Ilias sagt wieder mein Herz und oh Gott. Selbst wenn du dich hier drin nicht erinnern kannst, er legte ihr die Hände ans Gesicht und strich mit dem Zeigefinger über ihre Schläfe. Deine Seele wird mich nicht vergessen. Er küsste sie auf die Stirn. Das hat sie auch beim ersten Mal nicht. Und dann stehen sie dort. Und sie spüren, dass der Riss zwar noch existiert, aber sie kommen nicht durch. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Luanas Sicht und man sieht, dass der Rat gerade dabei ist, den Riss zu schließen. Und dann sagt Aaron, dass er zu Kailin und Selphie rausgeht und ein paar Momente später kommt er wieder zurück und sagt, dass er einen Schattenelf gesehen hat. Ihr Herz hämmerte wie verrückt, doch dann zog sie die Augenbrauen zusammen, als Aaron kaum merklich den Kopf schüttelte. Weil Kailin und Selphie kommen dann auch zurück und behaupten, dass sie einen Schattenelfen gesehen haben und eigentlich die Mehrheit vom Rat glaubt ihnen, aber die Großmutter halt nicht. Und sie sagt dann auch, dass sie den Zauber jetzt durchführen und so, aber der Rest der Rat hat schon viel zu viel Angst vor diesem einen Schattenelfen und dann gibt es so ein großes Licht und dann kommen 2 Personen. Auch Luana sah wieder zurück zum Riss und ihr Herz setzte für einige Schläge aus. Sie hat es tatsächlich geschafft. Inmitten der Lichtelfen standen nun 2 neue Wesen, die soeben aus dem Riss getreten sein mussten. Ihre helle Haut und das schwarze Haar kennzeichneten sie unverkennbar als Schattenelfen. Der eine war Ilias. Ich bin Nea. Nea Ularen, sprach die andere. Jawohl! Und ich weiß, wie das Buch endet. Wenn ich gedacht habe, dass bisher Herzschmerz geherrscht hat, ne, jetzt kommt der Herzschmerz. Ich beende jetzt das Buch. Also.
Also, besprechen wir noch die letzten 100 Seiten und irgendwie will ich die letzten 100 Seiten nicht besprechen, weil die tun weh. Das letzte Mal, als ich mich gemeldet habe, sind ja gerade Nea und Ilias aufgetaucht und einfach wie so irgendwie schon die Truppe wieder zusammen ist, aber gleichzeitig auch nicht, weil Kaya und Arian. Aber irgendwie ist die Truppe halt trotzdem zusammen, ihr wisst, was ich meine. Und dann versuchen sie halt, Luanas Großmutter dazu zu bringen, ihnen zu helfen, weil, ja, wäre recht nett von ihr. Aber wenig anders zu erwarten, weigert sich ihre Großmutter. Und Luana sagt dann auch, dass sie mit Nea und Ilias zurückgehen wird ins Nebulum. Und dann einfach Nea, ihr glaubt, ihr habt die Kontrolle über einen Riss, der in meine Seele schuf. Und dann gehen sie zurück ins Nebulum und einfach, wie Luana sich freut, Kaya, / Nea wiederzusehen. Es tut so gut, sich zu sehen, egal in welchem Körper. Ich bin froh, dass du lebst. Und Kailin und Selfie. Kailin und Selfie sind ja auch mitgegangen. Und dann einfach das Gespräch zwischen Ilias und Nea. Weißt du, wie oft ich hier allein saß, in die Sterne schaute und träumte? Ich fühlte mich so verloren, so klein und unbedeutend im Angesicht des Mondes. Warum hätte die Göttin ausgerechnet mich erhören sollen? Wofür hast du gebetet, dass sie dich mir zurückgibt? Und dann einmal die Szene, wie Ilias zu ihr sagt, ich muss spüren, dass du da bist. Niemals hätte ich mir vorstellen können, wie schwer sich Leere anfühlt. Du musst dich nie mehr so fühlen, ich verspreche es dir. Ich musste jeden Tag mit dem Gedanken aufwachen, dass ich dich für immer verloren habe. Und dann tauchen die Priester auf, um ihnen zu helfen und irgendwie... Das ist auch eine schöne Szene. Und ja, dann kommt der Herzschmerz. Und dann das nächste Kapitel ist aus Kians Sicht und es kommt noch eine Szene, was ihn und Luana angeht. Und irgendwie, er hat sich ja total in Luana verguckt und... Wir wissen alle, welche Szene jetzt noch kommt, oder? Ja. Ja. Jedenfalls kommt dann Siraya zu ihm und sagt ihm, dass eben Ilias und Nea gesichtet worden sind. Und am Ende sagt Siraya auch Kian, du wirst ein großartiger Vater sein. Und dann geht Kian in eine Bar, um halt herauszufinden, wo Ilias und die anderen sind. Und dann erfährt er das Ganze mit den Priestern und dass sie den König stürzen wollen. Und ich liebe Kian, okay? Und dann das nächste Kapitel ist aus Ilias Sicht und sie treffen zum ersten Mal wieder auf Kian und... Oh mein Gott. Tief in seinem Inneren hatte er seinen Freund viel eher erkannt. Doch jetzt, wo seine Augen schon aus der Ferne rot aufblitzten, wusste er es mit einer Gewissheit, die in ihn einsickerte wie flüssiges Glück. Dieses Gefühl breitete sich in seiner Brust aus, in seinem ganzen Körper, bis in seine Fingerspitzen, die kribbelten und pulsierten. Oh mein Gott! Und Kian hatte halt Angst, dass Ilias ihm nicht verzeihen kann, dass er sein Kind beschützt hat, anstatt Ilias zu helfen. Dann verzeihst du mir, da ist nichts zu verzeihen. Und der nächste Abschnitt ist aus Neas Sicht. Reden sie über die Umbren und jedes Mal, wenn die Sprache auf Arian kommt, ne, jedes Mal. Als ob er es im Leben nicht ohnehin schon schwer genug gehabt hatte. Sein Gesicht tauchte von Neas geistigem Auge auf und eine unsagbare Trauer fasste sie. Er lächelte, egal was er durchgemacht hatte, er hatte nie sein Lächeln verloren. Und dann der nächste Abschnitt ist immer aus Luanas Sicht. Und sie hat gedacht, dass alle anderen schlafen, aber Kian ist noch wach. Und das ist so eine Szene. Im ersten Moment habe ich so gedacht, Kian, sie ist vergeben. Geh weg! Dann habe ich daran gedacht, dass irgendwann Aaron tot sein wird. Aber daran will ich nicht denken. Und irgendwie, diese Szene ist mega schön. Und auf der anderen Seite erinnert sie mich an ein Szenario, das kommen wird. Was ich aber nicht will. Und dann sagt er ja auch, ich dachte, dass du meine Seelengefährtin bist. Und dann kommt der Abschnitt. Das will ich nicht. Danach werde ich nicht mehr dazu in der Lage sein, je wieder etwas Vergleichbares zu empfinden. Das sollst du auch gar nicht erst. Deine erste große Liebe, mir reicht es, wenn ich deine letzte bin. Diese Szene, Mann. Erst deine erste große Liebe, mir reicht es, wenn ich deine letzte bin. Oh mein Gott, ich will nicht daran denken, dass Aaron irgendwann sterben wird, weil er ein Mensch ist. Und dann der nächste Abschnitt ist aus Näher Sicht und sie beobachtet Ilias so beim Schlafen und dann denkt sie halt so über alles nach und so. Und jede Szene mit ihr und Ilias ist so wunderschön und gleichzeitig tut's weh, weil jedes Mal taucht Arian wieder in meinen Gedanken auf. Jedes Mal. Dann machen sie sich auf den Weg zum Palast und Aaron sieht zum ersten Mal, was Arian dort angerichtet hat. Arian würde es zerstören, wenn er wüsste, was er getan hatte. Er konnte noch nicht einmal Insekten verletzen. Zumindest der Arian, den sie kannte, liebte der Junge, mit dem sie aufgewachsen war, als Kaya. Aber weder Perteas noch Arian sind im Palast. Und dann machen sie sich auf den Weg zur Schmiede und dann werden sie natürlich von Umbren angegriffen. Und Nea braucht so zum ersten Mal ihre Magie und so und es ist so genial. Und Nea und Luana machen
machen sich dann auf die Suche nach dem Nest von den Umbren. Einfach wie die beiden dann sozusagen ihre Magie vereint haben und so. Es ist so gut. Und das ist eigentlich so ein Erfolgserlebnis, ne? Dann kommen sie zurück und sehen, dass Kailin und Selfie beide tot sind. In dem Moment habe ich mir wirklich einfach nur so gedacht, warum? Und dann kann Nea wegen ihrer Gedankenaffinität auch noch spüren, dass jemand anderes da ist als ein Spion. Und dann plant Nea so einen Hinterhalt, weil Peteas ist mit seiner Armee da und so, ne? Ja, schön. Aber was ich gut finde, ist Luana will sie rösten. Ja. Und eigentlich ist der Plan richtig gut, ne? Sie lässt den Speer dann zurückgehen, aber ist halt in seiner Seele drin. Also das heißt, sie kann alles sehen. Aber Ruben spürt sie und sagt dann so, was habt ihr getan, Thronräuberin? Wollt ihr uns in eine Falle locken? Warum? Einfach wie Luana die Armee röstet und wie Nea in die Köpfe von den anderen eindringt und sie dazu bringt, sich gegenseitig anzugreifen. Dann ist Nea aber irgendwann geschwächt und Elia sagt, sie soll halt auf seine Magie zugreifen und er sagt dann wieder mein Herz und so. Jedes Mal, wenn Elias Nea mein Herz nennt, ja. Und dann taucht Ruben auf und Elias sagt Nea, dass sie ihm die Seele rauben soll. Ich soll einen Riss zwischen den Welten erschaffen. Sie werden nicht wissen, wie man ihn nutzt. Wir gehen einfach hindurch und sammeln unsere Kräfte, bevor wir wieder umkehren. Ich weiß nicht, ob ich das kann, du kannst das. Aber Siraya, sie ist Kians Schwester und Rumens Seelengefährtin. Sie würde mit ihm sterben, Elias. Und dann einfach, du wolltest unser Volk nach Azeria zurückbringen. Du musstest sie davon abhalten, den Riss zu schließen. Selbst in dieser aussichtslosen Situation versucht er, ihr die Schuldgefühle zu nehmen. Ich liebe Elias. Und dann passiert etwas. Einfach nein. Timor ist erst gerade wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Timor konnte erst gerade wieder zurück zu seiner Frau gehen, okay? Und jetzt stirbt er. Nein. Und dann geht Ruben auch noch auf Luana zu. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich will nicht dran glauben, dass sie Luana jetzt wirklich umbringt, aber... Und dann das nächste Kapitel ist, dass Luana sich dann einfach, wenn jemand meine Enkelin umbringt, dann bin ich das. Ihre Großmutter ist aufgetaucht und dann erfährt sie, dass Kailin und Selfie gestorben sind und dann kommt eine Druckwelle und alle sind ohnmächtig. Und dann macht Nea auf, allen anderen geht's gut, aber die anderen sind halt noch ohnmächtig. Und dann geht sie zur Schmiede und dort trifft sie auf Peteas. Wir kommen der Szene, die mich fertig gemacht hat, immer wie näher. Willst du wirklich, dass einer von uns stirbt? Prinzessin, wir sind vom gleichen Blut, die zwei letzten Seelenmagier. Nea hob sich keuchend, du irrst dich, es gibt noch einen. Und dann schafft es Nea, ihm die Klinge an die Kehle zu halten. Irgendwelche letzten Worte. Ich will es genießen, hauchte sie. Weißt du was, Prinzessin? Du wirst mich nicht töten. Du überschätzt meinen Sinn für Moral. Wie du weißt, sind meine Umbrin und ich untrennbar miteinander verbunden. Es gibt da sogar eine Möglichkeit, wie sie in meinen Geist eindringen können und ich in ihren. Wer ist das? Nennen wir ihn meine Geheimwaffe. Okay, und jetzt kommt das Kapitel. Okay, Kapitel 27. Es ist aus Neas Sicht und auch er taucht auf. Manchmal war ein Zuhause mehr als nur vier Wände. Manchmal war ein Zuhause ein paar Augen, eine Stimme, ein Lächeln, ein Herzschlag. Und dann einfach, wie man merkt, wie kaltherzig Arian so geworden ist. Und du warst schon immer stark, Arian. Du hast so vieles überstanden, so vieles überlebt. Ja, du warst meine Heilung und jetzt bist du die Krankheit. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander und dann gibt es auch noch so Rückblicke und ich... Und dann kommt Arian, der richtige Arian, für einen Moment zurück. Kaya, nein, sag nichts, so muss ich ausruhen, töte mich. Jetzt fängt's an. Und dann taucht auch Elias auf und er sagt auch, dass sie es zu Ende bringen muss. Elias hat recht, du musst mich töten, Peteas wird mit mir sterben. Ich werde dich nicht töten. Dann wird er gewinnen, er wird nicht gewinnen. Wir kriegen dich wieder hin, wir kriegen dich hin, ich verspreche es dir. Seine Lippen formten ein schiefes Lächeln aus Tränen, seine Augen traten. Diesmal kannst du mich nicht retten, Kaya. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich bin froh, dass wir wenigstens diese wenigen Sekunden haben, bevor... Ich kann das nicht. Du kannst mich nicht verlassen, ich brauch dich. Du brauchst mich nicht, du hast mich nie gebraucht. Ich war nur eines von vielen Kapiteln in deinem Leben. Es wartet noch so viel mehr auf dich. Ich will nichts davon, wenn du nicht da bist. Das Schicksal hat uns zusammengeführt, obwohl es wusste, dass wir nicht zusammen sein konnten. Weil es gewusst hat, dass wir einander leben mussten, um zu denen zu werden, die wir sind. Dann hättest du deine wahre Bestimmung nie gefunden, Kai. Naja, dann hättest du deine wahre Liebe nie gefunden. Ich dachte, dass du es bist. Ich wollte, dass du es bist. Ich weiß, für mich warst du es, wirst es immer sein. Hat sie zum ersten Mal Nea genannt. Ach du Scheiße. Einfach diese ganze... Okay, oh Gott. Einfach diese ganze Szene. Kaya Arian bedachte sie mit dem traurigsten Blick, den sie je an jemandem gesehen hatte. Es tut mir so leid. Mit beiden Händen packte er die Schneide von Stahlschwinge, die sie noch immer ausgestreckt vor sich hielt. Und dann ganz langsam trieb er sich das Schwert in den Fuß. Es ist
vorbei. Was hast du getan? Warum hast du das getan? Halte durch, bitte, halt durch. Ich musste sie besiegen, meine Dämonen. Wir hätten doch einen anderen Weg finden können. Ich habe mich befreit. Einfach dieser Satz, ich habe mich befreit. Und dann ist Aria tot. Ja, mir geht's voll gut. Ilias kommt dazu näher und... Näher streckt eine zitternde Hand aus dem Schloss Ariens Augen. Sie würden sie nie wieder anstrahlen können. Sie würden sie nie wieder an zu Hause erinnern können. Dann hob sie den Blick und begegnet einem Paar Saphir blauer Augen, die sie voller Liebe und Zuneigung musterten. Und in diesem Moment voller Schmerz wusste sie, dass sie trotzdem gerettet war. Und dann kommt Kapitel 28. Ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, das ist jetzt nicht ihr Ernst, okay? Weil dann sieht man auch, wie Aaron reagiert hat, als er erfahren hat, dass Arion gestorben ist. Und dann halten sie eine Beerdigung ab und dann kommt der Satz. Er hat versprochen, er würde niemals gehen, ohne sich von mir zu verabschieden. Und dann der Abschied, bei dem ich gedacht habe, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Kaias Körper und Arian sind im gleichen Grab. Zwei Körper, die nebeneinander in der kalten Erde lagen, Arian und Kaia, vereint. Es war, als hätte ihr Leben erst so richtig angefangen, nachdem sie einander begegnet waren, sich gegenseitig gerettet hatten und jetzt war es gemeinsam geendet, ihr Leben. Die Augen, die sie erst miteinander geöffnet hatten, hatten sich miteinander geschlossen. Diese Szene hat für mich erst so real gemacht, weil vorher wollte ich nicht akzeptieren, dass er tot ist. Jetzt sehe ich ihn im Grab liegen mit Kaia zusammen und dann auch wie Aaron zusammenbricht und so, die gar nicht... Das Einzige, was wir jetzt für die Toten tun können, ist zu leben. Und dann der Epilog, 5 Jahre später, ne? Ich bin immer noch voller Rotz und ich heule immer noch. Und dann kommen Neo und Ilias und dann erfährt man, dass sie eine Tochter haben. Und die beiden liegen im Bett und so, ne? Und die zwei haben gerade eine richtig schöne Szene. Und ich saß da und habe mir so gedacht, okay, Leute, ich sitze immer noch hier und heule, okay? Und sie liegen im Bett und Ilias will dafür sorgen, dass Nea wach wird und dann taucht ihre Tochter auf. Es ist eine wunderschöne Szene. Ich liebe diese Szene. Ich liebe den Epilog. Und dann wird auch noch so ein bisschen die Sache zwischen Kian und Luana angeteasert. Und dann taucht Luana auf und ich liebe diese Charaktere einfach. Nea hat ihn erst vor einigen Monaten das letzte Mal getroffen und doch musste sie feststellen, dass die Spuren der Zeit nicht an ihrem Freund vorbeigegangen sind. Für einen Moment verharrt ihr Blick auf seinem Gesicht. Er sah sein Malbruder so ähnlich. Und dann sind sie alle da. Es ist eine richtig schöne Szene. Und der letzte Abschnitt. Nea lehnte ihren Kopf an Ilias Schulter, sog seinen Duft ein und schloss lächelnd die Augen. Alles war gut. Eine Träne löste sich aus ihrem Augenwinkel und lief warm ihren Wangen hinab. Alles war gut. Und so endet die Reihe. Was? Ich hab noch viel Zeit. Schon geliebt, aber irgendwie Band 2 hat nochmal so einen oben drauf gesetzt und hab das Ende wohl doch noch nicht so wirklich verarbeitet. Ja, also eben, ich liebe dieses Buch, ich liebe die Charaktere, ich vermisse die Charaktere und das war mein Read with Me zu Schattenthron 2. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr dieses Buch fandet und ich hoffe, wie jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.